Jo Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls Skyrim. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Abend hier am Montag und ja, ich habe das gemacht, was ich gesagt habe. Ich habe meine Illusion ein bisschen gelevelt und hoffe einfach, dass ich jetzt ein Event so hinbekomme, wie ich das gerne hätte. Moment. Einmal kurz abspeichern, damit wir im Notfall schnell da wieder laden können. Denn das Event triggert, wenn wir nach Einsamkeit reingehen, wo wir aber halt jetzt schon wegen mehreren Sachen hingehen müssen. Okay. Sehr schön. Einmal hier hoch. So, einmal hier ducken. Und ihr seht schon, ich habe ein bisschen was geholt. Zack. So, einmal das. Nächster, hier wird nicht gekämpft. Haha. So kann man den nämlich retten. Moment. Moment. Theoretisch dürfte jetzt nichts mehr passieren. Also theoretisch, selbst wenn ich der Wache jetzt in die Arme laufe. Sehr schön. Was? Wer haut mich denn jetzt? Okay. So. Okay, so, Rockwir sollte jetzt eigentlich. Warum kippt er jetzt einfach so? Haben die das irgendwann mal nachgepatcht, dass der so oder so stirbt? Weil normalerweise, wenn man ihn hier erschossen hat und dann dafür gesorgt hat, dass er nicht gestorben ist, dann ist der andere einfach weitergegangen und dann ist der da drüben irgendwo stehen geblieben. Aber das ist ein bisschen blöd. Okay. Dann stirbt er so oder so. Okay. Moment, was? Was ist denn jetzt los? Könntet ihr mal bitte aufhören? Ich hätte mir wirklich das Ding für Illusion und Zerstörung zaubern sollen. Okay, Moment, dann müssen wir das neu laden. Dann müssen wir das neu laden. So, wir machen das jetzt nochmal. Und hopp. Und komm schon, da hoch. Danke. Und beschworenen Bogen. So. Mit einem doppelt beschworenen sollte eigentlich der Instant down gehen. Sehr schön. Die Oma beschwichtigen wir auch mal direkt. Aber was ich dieses Mal mache,
Ich werde ihn abknallen. Shit. Moment. Und jetzt werden wir einmal... Shit, 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 shit. Unsichtbarkeit. Und jetzt bin ich gespannt. So, weil jetzt sehen sie mich ja nicht mehr. Und es weiß auch keiner, dass ich es war. Aber die Su da sucht noch. Eine schöne Torwache wart ihr. Aber die Wachen suchen mich noch. Okay, der stirbt so oder so. Also egal, was ich mache, der stirbt. Im Namen des Jarls, keine Bewegung. Bitte was? Irgendwas? Okay. Wie ihr wollt. Das ist doch scheiße. Den kommt man früher auf jeden Fall safe retten. Den kommt man safe retten. Das ärgert mich jetzt. So ein bisschen ärgert mich das. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das nämlich mit dem hier. Dann greifen sie nämlich nicht an, sondern hauen ab. Ja. Nachdem er Großkönig Torek ermordet hatte. Sehr schön. Indem ihr das Tor für uns geöffnet habt. Woher seid ihr gekommen? Und... Oh, shit. Ich bin nicht geduckt. Ich bin nicht geduckt. Ich will den auf jeden Fall retten. So. Und dann werde ich gleich einmal losziehen und... die leichte Drachenrüstung craften und dann Illusion und Zerstörung da drauf setzen. Was? Jetzt hat die Oma den umgebracht? Die Oma killt den einfach mal, ey. Ich glaub's ja nicht. Kann ich die... Okay. Hast du schon? Du bist schon beschwichtigt. Perfekt. Perfekt. Rennt. So. Hä? Warum hat sie da so eine Rolle gemacht? Kann mir das einer erklären? Moment, Moment. Ich muss die aber noch töten. Also sonst killt der Henker ihn trotzdem. Du bist tot. Du bist tot. Shit. Dreck. Kann man den echt nicht retten? Ich mache... Ach, halt die Klappe. Ich gebe dir gleich Halbseiden, dann bist du Halbseiden tot.
So. Also ich weiß, dass ich den schon gerettet habe. Zack. Zack. Shit, das war der Falsche. Moment, warum ist der... Okay, letzter Versuch. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber Gott im Himmel, ey. Dann ärgert es mich aber auch. Es ärgert mich gerade richtig, dass das nicht klappen möchte. Einmal das. Weil wir müssen den Henker umbringen. So. Beschwichtigen. Shit. Und die ist auch beschwichtigt. Sehr schön. Ich glaube aber, um das Event auszuschalten, könnte es vielleicht vonnöten sein, ihn zu killen. Okay. Moment. Jetzt machen wir einmal Unsichtbarkeit und rollen uns dann mal hier rum. Und wenn der jetzt halt stirbt, dann stirbt der halt, aber dann habe ich alles getan, was ich konnte. Dann kann ich ihn echt nicht retten. So, zack. Und hier rollen wir rum. Okay, Rolle, Rolle, Rolle. Ich glaube, die müssten sich jetzt abgeregt haben, oder? Ihr habt im Lagerhaus nichts zu suchen, also warum zieht ihr nicht wieder ab? Okay. Ist alles gut? Ah, okay, sehr schön. Das ist eine gute Wahl. Den gehen wir mal nach da vorne. Ja, der ist tot. Also er fällt von alleine einfach um. Was ein Scheiß. Wir nehmen das Henkersbeil, den Dietrich. Wir nehmen den fast komplett aus, würde ich sagen. Okay. Aber wir müssen ja. Irgendwas mussten wir nochmal hier rein. Sprich mit Gulumai. Nee, du bist das auch nicht. Okay. Verschiedenes. Rede mit Feran, Sadri. Irgendwas wollte ich jetzt hier nochmal rein. Ich weiß, dass ich extra hierfür. Aber ist auch egal. Wir haben ihn auf jeden Fall nicht seinen Kopf verlieren lassen. Das war mir wichtig. Ist mit Ehre und seinem Kopf auf den Schultern gestorben. Gut. Außerdem können wir jetzt nach Einsamkeit rein. Das könnte uns auf jeden Fall helfen. Oh, es wird uns auf jeden Fall helfen. So, was wollte ich denn jetzt? Ach so, richtig. Ich wollte ja nach Weißlauf und einmal ein wenig schmieden gehen. Und zwar wollte ich... Keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich.
Warum kann man das Spiel nicht umbringen? Ich würde so gerne mal so ein, zwei von den kleinen Pissgören gehen mir nämlich hart auf den Sack. So, damit bin ich definitiv zu schwer. Echt nicht? Wow. Ja, ich bin immer noch nicht zu schwer. Das weiß ich auch nicht. So. Drache. Ebenerzbarren brauche ich dafür. Auch für die Rüstung. Wir nehmen natürlich die leichte. Eisenbarren und Leder. 4, 6, 8, 10. Habe ich noch genug für einen Dolch dann? Ja, habe ich. Weil das sind der Knochen und das sind der Schuppen. Leder und Eisen brauche ich dafür. Und weil ich zu faul bin, jetzt nach Hause zu latschen. Ah, Moment. Ich sage nicht, dass ich dafür bin. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So. Weil das hier möchten wir später drauf haben. Auf den Dingern. Auf dem, was ich jetzt gerade habe. Und dementsprechend. Achso, ich wollte von dir sonstiges. Eisenbarren alle. Leder und Lederstreifen. Und dann einmal den Drachen. Drachenstiefel, Drachenhandschuhe, Drachenhelm, Drachebrustplatte. So. Achso, Moment. Einmal werde ich jetzt noch Drache. Durch. Jo. Es gibt Drachenpfeile. Sind die stärker als die Dedra-Pfeile? Die sind stärker als die dedrischen Pfeile. Nice. Der dedrische Bogen mit 64 Schaden gegen den Drachen mit. Hat er überhaupt einen Bogen? Ja, hat er. Sie, sind die Drachen echt stärker? Die Drachenwaffen echt stärker? Das ist cool. Dann werde ich auf jeden Fall einmal. Ihr denkt, dass all der werft einen Blick darauf. Warum hast du kein Ebenerz? Was bist du denn für ein Schmied? Ups. Was bist du denn für ein Schmied, wenn du kein Ebenerz hast? So, ich muss aber gleich einmal gucken, wo ich meine Rüstung wieder hingeräumt habe. Nein, du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht. Wir gehen einmal hier lang. Oh, und da ist er schon. Da ist er doch schon. Hi. Ich bin nicht besonders gesprächig. Ja, das merke ich. Kann man hier hoch. So. Eolund. Eine Menge Stahl zu schmieden. Die Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, Und. den die Gefährten verwenden. Ja, halt die Klappe. Setz dich da hin und verkauf mir irgendwas. So. Was habt ihr zu verkaufen? Preist die Götter. Und da haben wir doch schon ein bisschen Ebenerz. Das dürfte reichen, denke ich. Einmal die Himmelsschmiede benutzen. Und dann den Drachenbogen. Drachenknochenschwert. Und dann brauche ich noch. Ich bin nicht besonders. Preist die Götter. Du bist nicht besonders, ja, das ist richtig. So, Holzkohle. Und Hast du? sorry. Ich muss da nochmal dran.
Und Drache. Ach, Feuerholz. Wieso habe ich Holzkohle gelesen? Ah, da muss ich Holz hacken gehen. So. Habe ich zufälliger. Ich glaube nicht, dass ich so viele Mächtige habe. Ich habe einen Mächtigen. Okay. Gut, dann würde ich nämlich sagen, hole ich mir einmal meine mächtigen Seelensteine. Mal gucken, ob er hier noch welche hat. Und dann würde ich sogar sagen, wo kommst du jetzt her? Solche Sachen. Großer. Nein, kein Mächtiger dabei. Werde ich tun, wenn ich was brauche. So. Ich wollte gerade sagen, warum liegt da einer? Ich habe den dann nicht getötet. Einmal holen wir uns die Mächtigen. Packen die Knochen mal wieder zurück. Und die Eisen. Ah ne, das kommt woanders hin eigentlich. Also egal. Dich und dich. Und jetzt muss ich eben gucken, wo habe ich die denn hin? Moment, das ist für. Ist das auch für. Ja, ist auch für die. Das heißt, wenn, dann müssten sie hier drin sein. Okay, da muss ich bis zum nächsten Mal dann noch ein paar rauskramen, glaube ich. Wobei. Wie viele Teile habe ich? Kopf, Brust, Schuhe, Handschuh. 4 Stück, ne? Ja, klar. Cool, das passt. Aber, ach scheiße, ich habe den Ring vergessen. Ringe und Kette. Ja, ich brauche ja auch Ringe und Kette. Ja, okay. Muss ich bis nächstes Mal gucken. Ich weiß zum Beispiel, dass auf der Akademie von Winterfeste noch ein Drache liegt, den ich noch nicht abgesnackt habe. Den werde ich jetzt auch noch gleich holen. Und Zutaten. Objekte, Bekleidung. Ja, da muss ich nochmal gucken, was ich da entzaubern kann. Und was halt nicht. Ach, Hallöchen. Ja, Hallöchen. Aha, und was? Zaubertrank der dauerhaften Unsichtbarkeit. Okay, dann bin ich für immer unsichtbar. Nein, natürlich nicht. Das ist ein sehr langer, langwirkender Zaubertrank, aber nicht permanent. Leider Gottes, muss man ehrlich gesagt sagen. Ich möchte mich eigentlich gerade so ein bisschen mit Vampir. Ach, du kennst mich nicht, halt die Klappe. So, okay. Gut, dann gehen wir einfach mal nach. In die Akademie. In der Akademie, da gibt es auch zum Glück so ein bisschen was an Seelenstein. Aber da liegt von mir aus gesehen jetzt rechts oben auf dem Turm liegt ein Drache drauf. Und hier könnten wir jetzt gerade, wenn ich geschickt bin, da. Du bist doch sowieso einer, der auf Okkulte steht. So. Erledigt. Das ist der Beschwörer. War das der Beschwörer? Ich meine ja. Der Lehrer für Beschwörungen. Und ein Dunkelelf. Das hier ist ein Drache. Ich wollte gerade sagen, warum hat der ein dädrisches Schild? Aber klar, die haben irgendeinen Ausrüstungsgegenstand immer. Oh, und einen makellosen Saphir. Cool.
Ich weiß gar nicht, ob... Ah, Moment, warte mal. Die Seele habe ich aber nicht bekommen. So sieht das aus, wenn man von einem Ascherhaufen die Seele absorbiert. Ich wollte gerade sagen, die Meldung kam noch nicht. Ja, den habe ich von da unten aus, da irgendwo, habe ich den getötet mit meinem Blitzgewitter. Weil der wollte sich dann nicht mehr rausbegeben. Und ja, das war ein bisschen blöd. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Da ist im Übrigen der Dealer, also der dädrische Herzendealer. Es gibt aber eine bessere Stelle, wo man dädrische Herzen farmen kann. Und dementsprechend, die werde ich euch dann nochmal zeigen, aber da könnt ihr die auf jeden Fall alle 2 Tage kaufen. Der hat die. So. Achso, Moment, ich kann auch noch eben... Gehen wir mal eben zu... Nein. Willkommen an der Akademie. Ja. Okay, halt die Klappe. So, einmal hier Halle der Bekräftigung. Und... Ah, da, das ist der Illusionsmagier-Lehrer. Wisst ihr, ihr wollt also die arkanen Künste meistern? So, ich brauche mal bei sonstiges. Mächtige Seelensteine. Sehr schön, was sogar einen vollen. Bücher brauchen wir nicht. Waffen haben wir, denke ich, genug. Was sind die besten. Was gibt es sonst noch über nennende Magie zu lernen, ist immer die Frage nach den Meisterzaubern. Mhm. Es gibt aber immer etwas, das man noch dazu lernen kann. Nee. Ich glaube, ihr seid bereit für den nächsten Schritt. Ja. Das Wissen über ungemein mächtige Illusionszauber befindet sich zwar hier an der Akademie, jedoch vor jenen verborgen, die es missbrauchen könnten. Mhm. Ich werde euch einen Zauber lehren, der Dinge sichtbar macht, die allen anderen verborgen sind. Das 7. Auge. Könnt ihr die Texte erlangen, die ihr benötigt. Bringt mir noch nicht. Und ich werde mit ihrer Hilfe die Zauber für euch aufschreiben. Es geht noch nicht. Also, ihr könnt 3 von 4 könnt ihr finden. Da weiß ich, dass... das sind dann immer die Zauber, die dann halt auch passend sind. Also es ist in diesem Fall ein Illusionszauber. Und so. In welcher Ecke ist es? Ach so, nee, hier ist es nicht. Hier ist es irgendwo, Moment. Hier müsste es, wo ist es denn? Ah, da. Das ist das erste. Oh, ich darf in die Mühlgrube? Ich dachte, da dürfte ich noch nicht rein. Weil das ist ein Teil von einem späteren Quest. So viel sei ich schon mal verraten, aber die Questreihe haben wir noch nicht getriggert. So. Ich verlaufe mich hier drin zwar ständig, aber ich glaube, dass ich hier schon ganz richtig bin. Da. Den Rubin können wir nehmen, die Feuersalze können wir nehmen. Und jetzt können wir hier wieder hochgehen. Das sind im Übrigen diese komischen Eisgeister. Die sind super nervig, weil die super schwierig zu treffen sind teilweise. Ah, okay. Aber das soll uns jetzt mal nicht aufhalten. Gehen einmal hoch.
Und gehen dann einmal in. Weil dann können wir die Meisterzauber sogar schon holen. Halle der Leistungen ist eine. Und zwar, wenn man diesen Zauber macht, einmal auf die zweite Etage, hier drunter, einmal hier runter, raus. Ja, mach die Führung mal weiter. Ich weiß zwar nicht, wen. Ich weiß zwar nicht, was oder wen du gerade rumführst, aber. Mach mal. Und der letzte ist. Nein, nein, nein. Da ist es. Das sind alle vier. Und damit haben wir alle vier Illusionsbücher zusammen. Und nein, keine Sorge, es ist nicht immer so, dass man ein Buch irgendwo hinbringen muss oder irgendwo finden muss. Es sind auch andere Sachen dabei, aber das ist es bei Zerstörung und bei Illusion. Die für mich wichtigsten Schulen der Magie. Reden. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist zur Belohnung genug. Hier sind die Texte, die ihr, um die ihr gebeten habt. Sehr gut. Hier wäre dann der erste der Illusionszauber, nach denen ihr sucht. Jawohl. Hysterie. Und jetzt Wollt ihr die einmal arkanen Künste meistern? gucken, was er noch zu verkaufen hat. Ich glaube, das müsste der hier sein. Und der hier. Und dann müsste es der hier sein. Das müssten die drei anderen sein. Einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. Und wenn man jetzt sich nämlich hinstellt und die zaubert, dann passiert nämlich sowas. Genau sowas. Einfach mal alles wegmetzeln. Das ist Chaos. Einer der wirklich geilsten Zauber überhaupt. Weil ihr damit einfach mal alle gegeneinander aufbringt. Am besten man verkrümelt sich dann in eine Ecke. Und lässt sie sich einfach gegenseitig alle umbringen. Zack. Zack. Ups, nee. Magie, Illusion. Man kann dann auch noch mal sich hinstellen. Ruf zu den Waffen. Zack. Dadurch werden die Kräfte von allen noch weiter gesteigert. Keine Sorge, solange ihr nicht angreift, sind eure Begleiter, die wichtigen Begleiter, immer unsterblich. Und damit beendet ihr eigentlich so gut wie jeden Kampf. So, und wenn ihr dem Ganzen dann wieder ein wenig Harmonie schenken wollt, dann nimmt man den dritten der Zau den vierten der Zauber. Und dann ist alles wieder gut. Meine Klauen warten nur darauf, dass ihr mich
ist schneeweiß. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Aha. So. Deswegen liebe ich die Illusionsmagie. So. Wunderbar. Ein Riesenchaos hier. Jetzt kann man hier alles wunderbar durchlooten, wenn man das möchte. Oh. Und das da, und das können wir irgendwann mal machen, der Sibby eine Nachricht zu überbringen. Aha. Ich hau dir gleich an auf die Schnauze. Mal gucken, wie mutig das dann ist. Aber ihr seht halt, überall ist dadurch Chaos. Chaos ohne Ende. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Woher seid ihr gekommen? Es kann aber durchaus passieren, dass Serana, der ist abgehauen. Serana, der ist abgehauen. Du kannst runterkommen. Alles gut. Alles ist gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Elder Scrolls Skyrim. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.